Ja, moin aus New York City. Michael hier von Apfeltalk. Man soll sich ja immer von unten filmen. Das ist besonders gut fürs Doppelkinn. Egal. Das muss natürlich sein in New York City wegen der hohen Gebäude. Ich bin hier am One World Trade Center an der 9/11 World Trade Center Gedenkstätte. Und wir wollen heute und in den nächsten Tagen ein bisschen durch die Apple Stores in New York City marschieren. Ich drehe mich kurz um, damit ihr auch. Ja, man sieht es gerade nicht, stehen Bäume davor, aber da ist es. Wir wollen in den nächsten Tagen ein bisschen durch New York City gehen und uns die Apple Stores angucken. Es gibt insgesamt 8, zumindest in der näheren Umgebung, und die werden wir uns anschauen, und dazu wünsche ich euch viel Spaß. Ach so, und natürlich, was wichtig ist, es ist ja ein Test des iPhone 14 Plus. Das heißt, ich sag mal, die meisten Aufnahmen, die ihr in diesem Video sehen werdet, inklusive des Tons, macht das iPhone 14 Plus. Also nicht das iPhone 14 Pro Max, sondern das iPhone 14 Plus. Das Einsteiger-iPhone, naja, ob man bei 1500 Euro von Einsteigergerät reden kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall, die Aufnahmen, also fast alle hat dieses iPhone gemacht. Ich springe jetzt in die U-Bahn, ich wäre hier schon fast runtergefallen. Da. Aber konnte mich gerade noch fangen. Also, ich gehe jetzt mal in die U-Bahn und dann fahren wir jetzt mal zum Apple Store an der Fifth Avenue. Ist der bekannteste, aber es gibt noch viel schönere. Auch hier an der World Trade Center Site gibt es einen sehr schönen, relativ neuen Apple Store. Das sehen wir alles im Video. Und nachher kommt auch noch Christian dazu. Und wenn ich nachher sage, meine ich, für mich ist es morgen, für euch ist es alles in diesem Video, das entsteht an mehreren Tagen. Es ist nicht so, dass das alles an einem Tag entstanden ist. Deswegen heute in meinem schwarz-weiß gestreiften, morgen in anderen Klamotten und Christian dabei. Und es wird großartig. Und jetzt kommen auch ein paar Infos für euch rüber. Und ein Gewinnspiel haben wir auch noch. Ach, es wird fantastisch. Okay, also weiter geht's. Klar muss man natürlich auch Touristen-Hotspots mitnehmen. Da, das ist das Plaza Hotel. Das ist nicht nur Hotel, sondern da kann man auch Wohnungen kaufen. Ich glaube nicht, dass man sich das als Normalsterblicher leisten kann. Hier ist Central Park. Und auf der anderen Seite, da hinten, da ist der Apple Store. Also könnt ihr das ein bisschen räumlich einordnen. Central Park South heißt das hier, also Südspitze. Und da drüben an der Fifth Avenue, also die führt da hinten lang, das ist sozusagen die Fifth Avenue, da ist dann der Apple Store, ja. Ins Plaza Hotel gehen wir vielleicht auch noch, denn in Amerika ist das so, da kann man einfach reingehen in Hotels. Ich meine, kann man in Deutschland auch, aber da will nicht sofort jemand einem ein Zimmer vermieten, sondern das sind einfach Treffpunkte. Und das Plaza Hotel ist sehr schön, auch wenn es mal Donald Trump gehört hat, muss man auch wissen. Aber na gut, jetzt gehen wir aber erstmal in den Apple Store. Ja, und da steht er, der Michi, vor dem legendären Apple Store Fifth Avenue. Ich habe das Gefühl, der Glaswürfel ist ein Stück weiter nach vorne gerutscht, zur Straße hin. Und die hat sich auch einiges verändert. Hier gibt es so diese Dinger, das sind so Lichteinlässe, und auch hier am Boden. Da kommt sowohl das Licht rein für den Store, das gucken wir uns gleich von drinnen an. Genau, und ich habe gerade mal gecheckt, ob wir hier unsere Live-Sendung machen können. Allerdings, wenn ihr dieses Video seht, ist die Live-Sendung ja schon gewesen. Dann wisst ihr das natürlich schon, ob wir von hier gesendet haben. Ich kann mal schon mal so viel sagen, hier oben gibt es kein Wi-Fi, aber ich habe 10 GB Datenvolumen, vielleicht reicht es ja für die Sendung. Ja, wir gehen da jetzt mal rein. Also der Glaswürfel ist gleich geblieben, aber er sitzt, glaube ich, weiter vorne. Und der gesamte Store ist größer geworden. Also wir stehen jetzt hier schon quasi auf der Store-Fläche. Thank you.
Den Treppen vom Apple Store im Grand Central Terminal, also da, das ist ja ein Apple Store da oben. Da tummeln sich immer die ganzen Touristen, weil da gibt es natürlich gratis WLAN. Apple hat ja in seinen Stores gratis WLAN und deswegen tummeln die sich hier. Das ist das Grand Central Terminal. Früher mal sozusagen der Hauptbahnhof, sieht ja auch ein bisschen so aus. Aber tatsächlich ist die Station nicht ganz so relevant, ist mehr so für Regionalzüge, die Fernzüge fahren von der Penn Station. Aber den Apple Store gucken wir uns natürlich jetzt an. Hier ist der Apple Store im World Trade Center, wobei das nennt sich eigentlich Oculus hier, keine Ahnung warum. Es hat nichts mit der Brille zu tun. Und Christian ist schon angekommen. Hallo. Ich habe dich schon angekündigt im Video und ich habe auch schon gesagt, dass dieses Video an mehreren Tagen entsteht, obwohl es für die Leute nur eins ist. Schön, dass du da bist, mein Freund. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, warst du schon mal in diesem Apple Store hier? In dem im World Trade? Ja, ich glaube vor einer Woche oder zwei Wochen. Okay, ich habe da 2018 mein iPad Pro gekauft. Oder darf ich das nicht öffentlich sagen? Kommt die Steuer jetzt? Steuerpfand. Habe ich nicht. Mehr als 450 Euro. Ja, habe ich mir nur angeguckt. Wir gehen da mal rein und dann schauen wir mal. iPhone Plus in diesem Video und hier sehen wir noch mal die Größenvergleiche. Also wie jeder andere Apple Store auch, aber ist halt ein besonderer Ort hier, ne? Muss man ja auch mal sagen. Das ist ganz nett. Mal sehen, was wir noch so erstehen. Wir bräuchten eigentlich noch eine Powerbank gleich für unsere Live-Sendung. Vielleicht haben die hier sowas. Sonst haben wir keinen Strom. Auf dem Weg zur Live-Sendung sind wir leider in der U-Bahn gestrandet. Oder in zwei U-Bahnen. Und apropos Uber, dank Christian wird uns Uber jetzt retten. Ich bin noch nie in New York Uber gefahren. Mal sehen. Doch, ich bin schon in New York Uber gefahren. Jetzt hier Quatsch. Wir fahren jetzt zum Apple Store, bauen da auf. Wenn ihr das Video seht, habt ihr natürlich die Sendung schon gesehen und vielleicht hat sie auch am Apple Store stattgefunden. Das kann der Vergangenheits-Michi euch jetzt nicht sagen. Jedenfalls stehen wir hier am Herald Square. Da ist Macy's, das selbsternannte größte Kaufhaus der Welt. Hier ist ja immer alles der Welt in den USA. Ja, Christian guckt auf seinen U-Bahn. Die U-Bahn. Ah. Guten Morgen aus New York City. Also wie gesagt, für euch ja ein Video, aber für mich der nächste Tag und nächster Tag, nächster Apple Store. Heute geht es nach in die 14. Straße von New York, 14. Straße, Ecke 9th Avenue. Da ist einer der schöneren Apple Stores. Ich hätte euch auch gerne den in Soho gezeigt, in South of Houston. Aber da fahren alle U-Bahnen, haben eine Umleitung und
Der Fußweg wäre doch sehr lang geworden. Aber der hier, das ist einer der schöneren. Und ich freue mich, euch den zeigen zu können. Gucken wir uns jetzt an. Es ist Samstagmorgen in New York City. Noch nicht so viel los. Aber hier ist der Apple Store an der 14. Straße in so einem alten Fabrikgebäude. Oben natürlich mit der riesigen Werbetafel. Das ist kein Display, das ist einfach ein Banner sozusagen, Werbebanner. Unschwer zu erkennen, das iPhone 14 Pro. Und da sind auch schon Leute drin, 3 Etagen hat er. Also Erdgeschoss, erste und zweite. Wir gucken mal rein. Kleiner Spaß am Rande, drinnen gibt es die teuren iPhone-Hüllen, aber draußen hat ein findiger New Yorker Händler einfach mal einen Stand mit sehr billigen iPhone-Hüllen aufgestellt. Kann man auch machen, sehr gut. Haben sie auch noch die Glastreppe. In dem Fifth Avenue Store haben sie die ja nicht mehr, leider. Blick wieder von unten, mit dem Doppelkinn, naja, vielleicht noch nicht ganz, sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich habe euch jetzt nur ein paar Apple Stores zeigen können, aber das waren meines Erachtens die wichtigsten in New York City. Und alles, sagen wir mal, 99% dieses Videos ist mit dem iPhone 14 Plus entstanden. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lasst und ein kostenloses Abo, sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream-Video. Bis dann. Tschüss.